Hallo, wir interviewen heute Torben Pachler. Torben arbeitet bei Equalizent. Danke, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Gern mal, was macht Equalizent und dass du dich auch kurz vorstellst, bitte. Also mein Name ist, wie gesagt, Torben Pachler. Ja, ich arbeite schon lange Jahre bei Equalizent, bin dort Projektleiter für die Jugendkurse, aber auch Trainer, also für unterschiedliche Fächer, digitale Kompetenz, Mathematik, ÖGS zum Beispiel, das heißt Gebärdensprache eben, Gebärdensprachunterricht. Okay. Und möchtest du noch was anderes über dich erzählen? Ja, ich bin aus Bielefeld, Deutschland. 2007 bin ich nach Österreich gezogen, aufgrund der Liebe, aufgrund meiner Frau. Ich habe jetzt 3 Kinder, von groß bis ganz klein. 15 Jahre arbeite ich jetzt schon bei Equalizent. Und wie funktioniert das, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die keine Gebärdensprache können? Wie passiert da die Zusammenarbeit? Du meinst Kursteilnehmerinnen oder Kolleginnen? Sowohl als auch. Also gibt es da Online-Meetings zum Beispiel? Also Equalizent, die Mitarbeiter von Equalizent sind fast alle gebärdensprachkompetent, aber es gibt natürlich auch ein paar, zum Beispiel im Buchhaltungsbüro, die können noch nicht so gut Gebärdensprache, aber die Kommunikation klappt, wenn es Schwierigkeiten gibt durch Gestik oder durch schriftliche Kommunikation. Das hängt natürlich aber auch bei den Kursteilnehmern von der Schriftsprachkompetenz ab und Sprachkompetenz aus. Sprich von Basis-Hausgebärden bis zu perfekt ÖGS-kompetenten Personen. Das hängt ab vom Elternhaus, ob zu Hause gebärdet wird, ob sie in der Schule gebärdet haben etc. Also ich würde sagen, es läuft auch automatisch, dass die Spracherlernung, Spracherfahrung einfach ganz automatisch rennt. Und das ist ganz wichtig für gehörlose Personen, weil für gehörlose Menschen ist Deutsch eine Fremdsprache. Okay. Und gibt es auch Situationen, wo du mit Leuten kommunizierst, die halt gar keine Gebärdensprache können, wenn du mit irgendjemandem außerhalb vom Beruf, also von Equalizent kommunizierst? Wie funktioniert das dann? Ist da immer eine Dolmetscherin dabei oder verwendest du da schriftliche Kommunikation? Automatisierte Untertitel, gibt es da irgendwelche Tools, die du verwendest? Arbeitsmäßig oder als Privatperson? Privatperson, beides. Beides würde mich interessieren, wenn du darüber sprechen möchtest. Okay. Also im privaten Bereich, wenn ich einkaufen gehe oder so, dann reicht einfach die schriftliche Kommunikation beim Bäcker oder beim Einkaufen. Da kann nicht immer ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin dabei sein. Also es gibt viel zu wenig Budget hierfür. Bei Arztbesuchen, Behördenwege etc., klar, dann brauche ich Dolmetscher, weil einfach auch die Kommunikation auch funktionieren muss. Und ich muss natürlich auch alles verstehen. Schriftlich ist auch oft schwierig. Und mein Gegenüber ist halt oft nicht bereit, schriftlich mit mir zu kommunizieren. Ich überlege dann auch länger, welches Wort ich jetzt verwenden soll, welchen Ausdruck ich verwenden soll. Deswegen gebärde ich viel lieber, ja. Okay. Und beruflich, gibt es da jemals Situationen, wo du automatisierte Untertitel oder so verwendest? Oder hat sich das nicht bewährt oder ist es nicht notwendig, weil du einfach überall Gebärdensprache verwenden kannst? Allgemein fürs Fernsehen, also brauche ich auf jeden Fall Untertitel, weil ja nur der Ton quasi gezeigt wird. Und Untertitel ist auch gut, einfach auch um die Deutschkompetenz vielleicht auch zu verbessern. Ja, und auch für Menschen, die hören, sind Untertitelungen gut. Ja, wenn ich in der U-Bahn zum Beispiel bin, da ist oft auch ein Problem, wenn da nur eine Ansage kommt über den Lautsprecher. Und wenn es da zum Beispiel eben Untertitelung gäbe oder vielleicht Gebärdenspracheinblendung, wäre das super. Oder auch zum Beispiel auch am Flughafen, ja, sollte auf jeden Fall Gebärdenvideos oder Gebärdensprache angeboten werden. Und was hältst du von den Gebärdensprachen-Avataren, die man manchmal, lese ich davon, in den Medien? Glaubst du, dass das eine realistische, also dass das in der Zukunft kommen wird? Was hältst du von denen?
Also Avatare sind kein Dolmetschersatz, ja. Aber zum Beispiel für Werbung oder Ansagen in der U-Bahn oder Informationsstände oder am Flughafen, okay, kann ich mir das schon vorstellen. Aber sonst ist auf jeden Fall einfach ein Dolmetscher in Haut und Knochen, ja. Es ist natürlich auch oft, wenn News kommen, okay, dann passt ein Avatar auch. Aber Filme, Netflix oder sonstige also eben News zum Beispiel, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das mit Avataren eben zu produzieren oder als Gebärde zu bekommen. Okay. Und gibt es noch was anderes, was du erzählen möchtest, was du möchtest, dass Leute erfahren, wenn sie sich mit dem Thema digitale Barrierefreiheit auseinandersetzen? Klar, Zoom zum Beispiel, allgemein auch Online-Angebote, das wäre wirklich sehr gut, wenn da eben Untertitelung dabei wäre oder auch Gebärdensprachdolmetsch dabei wäre. Bis jetzt gibt es ja nur diese Toneinblendung, das ist oft wirklich anstrengend. Wenn ich jetzt Seminare oder Kurse besuchen will, online, dann kann ich nur eben, gibt es nur ein Tonangebot. Das heißt, eben, wenn da jetzt automatisch eben auch Gebärdensprach-Einblendung dabei wäre, wäre das natürlich super, weil das ist einfach auch dann barrierefrei für mich, für uns gehörlose Menschen. Okay, super. Danke. Danke für das Interview. Gerne.